Hast du? Oh ja, was Gutes, was Gutes. Ich brauche einen Kescher, was Großes. I'm here in the middle of nowhere. There is no there, it is cold there. But I am safe and I am warm. Although it's hard, I know I gotta keep up. No time to lay here to drift away. I fill my space, I spend my time. Ah, buongiorno, signora, signorita, eh? Down the rabbit hole again. And as I fall, I can feel the pain. You can't tell me where to go. So I don't know, I just go with the flow. I go with the flow. Bruno, gibst du auch was ab von deinem Brötchen? Nee. I'm falling up, I'm falling down. From the sky and from the ground. Up above, just like below. And I don't know where I should go. Guten Morgen! Morgen! Oh Gott, Entschuldigung da hinten. So, willkommen beim Streetfishing-Event im Kollektiv SFH Nummer 5. Mittlerweile im 6. Jahr. Schön, dass ihr alle hier seid, um einen schönen Tag in Hamburg zu verbringen. Am Gewässer bei uns in den SFH-Räumlichkeiten. Wir lassen gleich die Ticketnummern 1 bis 80 bitte zuerst rein. Ihr kommt vorne zu mir, ich habe einen kleinen Schreibtisch aufgebaut. Diejenigen, die noch irgendwelche Probleme mit den Tickets haben, das kriegen wir dann auch direkt bei mir gelöst. Kommt dann quasi nach und nach rein, Ticketnummer 1 bis 80 zuerst. Dann könnt ihr rein, schön frühstücken, Kaffee gibt es, ist natürlich im Ticketpreis mit drin. Und dann sage ich mal, ich wünsche euch jetzt schon mal einen schönen Tag am Wasser. Danke. Kopf ran, ja. Genau. 29, ja. Etwas über die 30 rüber, ne? Ja, sauber. Ja, einfach mal neue Leute kennenzulernen und ja, die Fische ins Band zu kriegen, ne? Spaß. Spaß und Freude einfach. Das gibt's ja nicht. Was, dein Schiff? Wohnbau. Ja, nasse Füße gab es oben drauf. Kostenlos. Wir hätten immer gesagt, Achtung auf die Fälle. Ja, gut, ich muss ja runtergehen zum Landen. Petri! Alter, ich gehe gleich hoch und ziehe den zur anderen Seite raus. Ich bin in Berlin geboren, als Kleinkind nach Hamburg gezogen, habe hier das Angeln sozusagen entdeckt und bin dann vor vielen, vielen Jahren wieder zurück nach Berlin und die Ambiente hier in Hamburg, die Elbe, das wilde Gewässer an für sich, das findest du in Berlin nicht. Da hast du überwiegend nur die Kanäle und da sind die Fische von der Population ziemlich gering, klein. Ah, okay. Ein großer Fisch dort ist selten und hier in Hamburg hast du in der Regel eigentlich immer sehr gute Chancen, einen großen, kapitalen Fisch auch mal just for fun einfach mal zu bekommen halt, ne? Und das ist in Berlin natürlich auch machbar, aber das ist echt mit Ach und Krach da und überwiegend nur im Winter möglich. Und dann bist du jetzt, hast du die Gelegenheit praktisch genutzt? Genau. Und bist zum SFH nach Hamburg wiedergekommen? Genau, um einfach mal
einfach mal zu gucken, was läuft und die Jungs auch wieder zu treffen, mal Spaß haben, am Wasser wieder zu sein, über Stock und Stein und dann ja, mal gucken, was da passiert heute und ja, lass uns überraschen. Vielleicht knallt's ja noch in der Rutenspitze. Hey, pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. So tell me what you want, tell me how you want it. Ich kann 3/4 meines Videos rausschneiden oder nicht der Familie zeigen, weil nur er fuck scheiße pisst. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Oh, herrlich! Danke. Ah, ich habe halt echt viel Gewicht dran, ne? Ach so, okay. Hast du? Oh, ja, was Gutes, was Gutes. Ich brauche einen Kescher, was Großes. Oh, was Dickes. Alter Schwede. Ja! 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 Geil! Ja! Schöner! Ja, genau, warte auf. Fisch? Zander oder Bausch? Die Jungs haben das mega drauf! Aber der hängt ja ganz knapp, ne? Das ist immer so. Lass ja mal drum schönes Ding. Petri, mein Lieber. Danke. Kleiner Mann. Komm ich in 10 Jahren besuchen. Ach, einfach mal so aus Spaß einfach mal mitgemacht. Ein bisschen, ich bin hier gerne im Hamburger Hafen unterwegs und ja, dachte, es ist eine coole Veranstaltung und das lohnt sich auf jeden Fall da mal mitzuangeln. Der Jan vom HD Fishing Team, der hat das unglaublich gut gemacht. Sie haben tatsächlich Spottreue bewiesen heute. Ja? Ihr wart relativ lange an einem Ort und habt aber auch gut gefangen. Ja, wir haben relativ gut gefangen, muss ich sagen, auf jeden Fall. Ja. Leider nicht die größten, aber dafür die Menge. Okay, wie sagt man hier in Hamburg, wir haben ordentlich ein paar Fritten gefangen. Genau. Aber tatsächlich in Menge seid ihr richtig, richtig gut dabei. Ja? Okay, also beim Team Tiedere, da gab es halt 1, 2, 3 große Fische auch. Leider nicht so die Riesenmengen, aber im gesamten Event, und ich versuche denjenigen noch zu finden, der den gefangen hat, gab es einen 96er Zander und einige Ü90 Hechte sogar. Die gucken wir uns gleich auch nochmal an. Was war für dich heute so dein Highlight? Erzähl mal, ganz persönlich.
ja, das Ganze miteinander auf jeden Fall heute. Ja. Und dass mein ganzes Team mal wieder da war, auf jeden Fall. Und halt die ganzen netten Leute, die man auch so zwischendurch einfach mal am Wasser kennenlernt. Aber das Team ist auch mega. Echt lustig drauf. Ja. Wir sind, glaube ich, eine ganz coole Truppe auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin. Also, tatsächlich ist es auch so, ich habe ja selber richtig ein Ei am Wandern, aber ihr seid genau die richtige Truppe. Ihr habt alle auch richtig geil einen am Wandern. Ja. Ehrlich. Ein bisschen auf jeden Fall. Das kann schon gut angehen. Ja, super. Okay. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ja, auch. Und viel Spaß. Wir fragen mal ein bisschen rum, wer den großen Zander gefangen hat. Ja. Gucken, ob wir werden ihn noch finden, bestimmt. Okay, cool. Ich habe hier den Sebastian bei mir jetzt gerade in der Interview-Ecke und ich freue mich wahnsinnig. Sebastian, du hast heute hier den echten Vogel abgeschossen. Tatsächlich ist die Nachricht darüber, dass du einen 96 cm langen Zander gefangen hast. So ein Mutterschiff von Fortpflanzungsobjekt. Ist so rumgegangen, dass alle anderen gesagt haben, okay, komm, wir angeln jetzt auf Barsch. Wir versuchen irgendwas anderes zu machen. Doch, tatsächlich. Und das ist ja ein Ausnahmefisch. Sag mal, was war da los bei dir? Was hast du gemacht? Was hast du anderes gemacht? Ganz normales, reines Fischen. Okay. Einfach nur darauf vertrauen, auf deinen Spot, auf deine Moves, deine Bewegung. Ja. Also hast du im Großen und Ganzen ja nichts anderes gemacht als alle anderen auch. Schema F. Okay. Also würdest du sagen, einfach hast du heute wirklich ein goldenes Händchen gehabt? Ja, ich glaube, das kommt einfach auf die Stelle drauf an. Ja. Der Spot ist einfach okay. Ja. Ohne die richtigen Spots. Okay, alles klar. Und zum wievielten Mal bist du jetzt dabei beim SFH? Das ist mein viertes Mal. Viertes Mal schon? Ja. Also bist du ein Alt eingesessen? Ja, letztes Jahr habe ich auch schon. Und hast du schon mal was gewonnen hier? Ist das erste Mal? Wäre jetzt das erste Mal? Denn, Leute, wir wissen noch nicht ganz genau, ob das tatsächlich auch der größte Zander ist. Ist halt der größte, von dem ich auch gehört habe im Rahmen all dieser Gespräche, die wir hier so geführt haben. Ist aber großartig. Sebastian, auf jeden Fall schon mal, wenn es denn ist, herzlichen Glückwunsch, finde ich richtig gut. Aber wir wissen es ja noch nicht. Nein. Das heißt, wir warten mal ab, wie die Auswertung ist und gucken uns das dann alles zusammen an. Aber ihr seht hier jetzt schon mal ein cooles Foto von dem Ausnahmefisch. Wir beide sehen uns dann einfach nachher nochmal wieder. Vielen Dank nochmal für deine Zeit. Coole Sache. Oh. Best quality here. Habt ihr denn alle etwas zu essen bekommen? Eis bekommen? Sehr schön. Wer von euch hat heute versucht, ein Hecht zu fangen? Ja. Ach, irgendwie reinschmeißen geht schon, ne? So, wer hat versucht, einen Zander zu fangen? Er hat gar keinen gefangen. Gib mal durch. Du hast gar keinen gefangen hier. Ja, genau. Jetzt gib ihn mal da hinten durch. Da haben wir von unserem Sponsor Combat Jet. Wer kommt wirklich weit weg? 450 Kilometer. Was haben wir mehr? 750. Ach du Scheiße, was ist denn mit dir nicht? So, 750 Kilometer zum Ersten, zum Zweiten. So, würdest du irgendwann noch mal nach Hamburg kommen? Ja, klar. Dann bekommst du, komm mal her, von Petri Heil Angeltour, also ein wirklich abgefahrenes Boot, ein Gutschein für 129 Euro. Und da kannst du den ganzen Tag auf dem Wasser mit einem Guide verbringen und dann fängst du auch mal einen richtig schönen Fisch. So! Wer ist aus Berlin hier? Dann komm du mal her in deiner Hauptstadt. Ein Gutschein von Happy Guiding. Grüß dich erstmal. Grüß dich, moin, Mai. Ja, freut mich. Ja, angenehm. Der Robin. Ja, den kenn ich. Ja, hallo, super. Genau. Ach, echt jetzt? Ja, wunderbar. Das ist ja geil. Du kannst also quasi einen Gutschein im Wert von 220 Euro. Wow. Bekommst du Guiding. Musst nicht weit weg. Wir wollen dich in Hamburg nie wieder sehen, wenn du keine Fische hast. So, jetzt suchen wir mal den jüngsten Teilnehmer. Wie alt? 15 Jahre alt. Einer jünger wie 15? Geistig, lass mich mal. Jünger wie 15 auf Papier. Nicht Promille, wie viel? Jünger noch jemand? Dann komm mal her. Jonathan, du bekommst eine Custom-Made Duck. Tatsächlich handgemacht. Du kannst sie fischen, du kannst sie dir in die Vitrine stellen. Glückwunsch. Schön, dass du dabei bist.
eigentlich immer. So, ich gehe mal, wenn ihr euch schon so aufgestellt habt, von links nach rechts. Schönheit wissen da in der Regel zu schätzen. Das sind auch Handmade-Lures von 79 Lures, teilweise von Gordon, von G-Base, der sie selbst baut. Und einmal an die Dame hier. Ein mit 7 Ehren, wirklich wunderschön verarbeitet, durchgehende Achse, mehrfach Epoxy beschichtet. Nicht zum Zanderangeln geeignet, aber zum Beispiel zum Richtig. So, super, schön, dass ihr euch. Wir haben insgesamt, wie ich gesagt habe, 3 Bilder noch auswerten können. Der Rest geschieht online. So, wir haben uns dafür entschieden, beziehungsweise eine vierköpfige Jury, das Bild für das schönste Gruppenbild zu nehmen. Ah! Ihr habt hier einmal sämtliche Farben unseres Sponsors Soccerbait drin. Die könnt ihr euch, wart ihr nicht mal mehr? Ja, die sind hat sich die Gruppe aufgelöst. Gut, dann könnt ihr die mitnehmen, ihr müsst aber auch nicht sagen. Nee, die haben nicht gewonnen. Das erfahren die nicht, auch nicht online. Also, ihr habt hier einmal ein Paket von Farben, Zucker, einfach drauf runter. Schön, dass ihr da seid. Wir haben sehr viele lustige Bilder bekommen. Wir werden auch sehr viele noch veröffentlichen. Aber wir haben uns entschieden, tatsächlich für ein sehr skurriles Bild. Sehr schön. Danke für dieses schöne Bild. Ja, danke. Er hat einen wunderschönen Fisch gefangen, von 89 cm. Ein wunderschönes Bild, was wir dann online stellen werden. Und das ist Daniel Unglaub. So, hier bekommst du auf jeden Fall, oh, die hält das aus, eine schön starke Vapor und ein Quantum Cradle. Da kannst du denn auch deine Fische quasi anständig mit transportieren, einmal wässern, rausholen. Da wird es verpackt. Hier bekommst du noch einmal das ganze Paket mit Baits, große Köder, aber brauchst du einen nicht verhängen. Du hast auf einen großen Köder gefangen oder auf einen kleinen? Blech. Auf Blech. Aus Opas Zeit. Wenn ich darf, siehst du, jetzt sieht das noch gut aus. Glückwunsch. Danke. Wir haben jetzt Barsch Platz 1 mit einer wunderschönen Vapor-Kombo. Und wunderschönen Tackle noch dazu. Auch mit 34 cm, aber nebenbei auch nochmal ein 48er Zander gefangen. Mit der Nummer 53 Max Messer. Dankeschön. Und einmal die wunderschöne Kombo. Jo, Petri. 97 cm gefangen mit einem Zockerbait. Sebastian. Eine Vapor-Kombo. Geil. Kurz, die du quasi auch fischen kannst vom Bellyboot, nämlich von 12 BB. Wert irgendwo von 600 Euro. So, dann komm mal rüber. Ich weiß nicht, wie du es transportieren kannst. Wir können es dir noch einpacken. Soll jemand einen Spanngurt? Ich bin nur mit dem Lupo da. Glückwunsch zu diesem echten Ausnahmefisch. Danke. Clarity, so I could see.